Wie wird Israel reagieren auf die Angriffe Irans von Samstagnacht? Es ist die Frage, die nicht nur die Welt in Atem hält, auch die Menschen auf den Straßen der Hauptstadt. Ich bin gegen einen Vergeltungsschlag. Wir haben alle iranischen Geschosse abgefangen. Alles, was sie in der Nacht abgefeuert haben, das war ein Erfolg. Es gibt keinen Grund, den jetzt zu gefährden. Ganz anders sieht es der Freund am Tisch. Es ist die alte Logik des Nahen Ostens, die im Verzicht auf Vergeltung immer auch ein Zeichen von Schwäche sieht. Uns zu verteidigen ist kein Erfolg. Ein Erfolg ist nur, wenn wir zurückschlagen. Diese fatale Logik jetzt zu durchbrechen, das mahnen Politiker weltweit und appellieren immer lauter auch an Israel zur Zurückhaltung. Der deutsche Bundeskanzler verbindet das auf seiner China-Reise mit einem Lob für die Leistung der israelischen Armee. Das ist ein Erfolg, der vielleicht auch nicht verschenkt werden sollte. Deshalb auch unser Ratschlag, selbst zur Deeskalation beizutragen. Israel hat unsere absolute Unterstützung, versichert auch der französische Präsident, aber das Land müsse eine Eskalation verhindern. Und Premier Rishi Sunak erklärt, ich werde mit Premier Netanyahu sprechen, um ihm meine Solidarität zu erklären und um zu überlegen, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Alle Seiten sollten sich zurückhalten. Doch nach Zurückhaltung klingt es nicht, was am Abend aus israelischen Sicherheitskreisen nach außen dringt. Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden kommt das sogenannte Kriegskabinett zusammen, um über einen möglichen Vergeltungsschlag zu beraten. Details werden nicht bekannt, aber auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim, der bei den Attacken leicht beschädigt worden war, kündigt Generalstabschef Halevi an, es wird eine Antwort geben. Die Spirale der Gewalt im Dorf Al-Fura in der Negev-Wüste, wissen Sie, wie groß die Gefahr ist. Dieses Haus wurde beim iranischen Angriff getroffen. Ein 7-jähriges Beduinenmädchen kämpft seither ums Überleben. Es ist schrecklich, aber was können wir tun? Wir haben nicht mal Schutzräume. Wir haben nichts. Am Nachmittag wollen sich die EU-Außenminister zusammen telefonieren. Auch sie wollen beraten, wie sich eine weitere Eskalation verhindern lässt. Noch, so die Hoffnung, ist es nicht zu spät. Und aus Brüssel ist mir jetzt der Außenminister Luxemburgs zugeschaltet, Xavier Bettel. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte, man solle den defensiven Sieg Israels diplomatisch absichern. Wie genau? Was kann die EU tun? Das klingt auf jeden Fall mal gut. Das heißt, dass man nicht Vergeltung und Revancheakt, das heißt eine Stärke oder ein, wenn man was gewinnt, dann die Stärke schon bewiesen hat. Man muss nicht dann wieder eine Stärke beweisen, indem man dann so reagiert, um eine Vergeltung zu haben. Es ist eine Spirale. Und ich glaube, das, was die Annalena sagen will, ist, dass es jetzt nur noch diplomatische Wege gibt und nicht Krieg. Wenn es Kämpfe gibt, das ist auf jeden Fall keine Endlösung. Man sieht ja, dass dann immer wieder eine Antwort kommt. Und dann sehen wir keinen Schluss dieser Situation. Man soll nicht vergessen, dass die Zivilisten und die Bevölkerung hier wirklich am meisten leiden. Aber Israel hat es geschafft, mithilfe auch aus Großbritannien, aus USA und Frankreich, das Schlimmste zu verhindern. Und das soll Beweis sein, dass sie stärker sind. Und ich glaube, wenn das dabei sein könnte, wäre es gut. Aber so sieht es gestern Abend auf jeden Fall nicht so aus. Herr Minister, jetzt haben Sie gerade auch gesagt, diplomatische Stärke und Härte. Iran ist das Land, das nach Russland die meisten, und darauf mögen Sie jetzt vielleicht angespielt haben, Sanktionen ja bereits auf sich vereint. Hat die Mullahs aber bisher nicht von der Unterstützung von Terrorgruppen oder jetzt auch den erstmals direkten Angriff aus Israel abgehalten. Gibt es denn noch Alternativen zu Sanktionen? Also wir haben ja Sanktionen gehabt wegen dem Nuklearprojekt, wir haben Sanktionen gehabt wegen der Lieferung von Drohnen an Russland, wir haben Sanktionen gehabt über Menschenverletzungen. Wir sehen auch, dass Sanktionen vielleicht nicht sofortige Reaktionen mit sich bringt, dass dann jemand sagt, oh, wenn die ja Sanktionen macht, aber Alternative ist eine Eskalation. Und deswegen Sanktionen ist dann die diplomatischste, stärkste Lösung, die wir im Moment haben. Und es gibt keine viele Alternative. Sie wissen ja, dass es Besprechungen auch gibt, um die ganze Organisation der Freiheitsrevolution auf Terroristenliste zu setzen. Das ist etwas, da müssen wir nur sehen. Wir haben ja Prozeduren, das hat der Herr Borrell ja auch gesagt, wo es ein Gericht die Frage stellen muss, dass wir es auch auf europäischer Ebene entscheiden können. Aber das wäre dann noch ein Schritt. Aber man soll nicht vergessen,
Die sitzen aber am Ruder. Das heißt, diese Organisationen sind die Leute, die da entscheiden. Und wenn wir die jetzt als Terroristen bezeichnen und nicht mehr mit denen reden wollen, dann haben wir auch keinen Partner, mit dem wir reden müssen. Ich glaube, dass im Moment wir es fertiggebracht haben, dass Iran ziemlich isoliert ist. Sie haben die Proxys wie Syrien, wie Jemen oder wie Irak. Aber die haben die arabischen Länder. Es hätte auch ein Zusammenschluss sein können, wo arabischen Ländern Iran unterstützt hätten. Ist nicht der Fall. Und das ist schon wichtig. Das heißt, wenn man Iran weiter isoliert und zeigt, dass sie nicht stärker werden und isoliert sind, ist es auch, glaube ich, ein Gewinn für uns alle. Und nur Muskeln zu zeigen, das wird vielleicht nichts ändern. Entschuldigen Sie, dass ich Sie da unterbreche. Einmal noch mal kurz für unsere Zuschauer. Proxys sind quasi die Unterstützer, die Hisbollah und andere. Jetzt, wenn man sich das noch mal anguckt, die Ermordung der Kurdin Jina Mahsa Amini, die Hinrichtung von Menschen, die nicht auf Kurs des Regimes sind, zudem die Ausstattung oder aber auch Unterstützung der, ich habe es gerade schon gesagt, Proxys, also Hisbollah, der Houthi, der Hamas, der Taliban, irakische Milizen, da muss man sich doch als Europäer die Frage stellen, trotz all der Sanktionen, haben Sie den Iran zu lange gewähren lassen? Ich glaube, wir haben das gemacht, was wir machen konnten. Das Einzige, was ist jetzt zum ersten Mal, Iran war immer sehr lautstark, aber wenig in Aktion. Das ist zum ersten Mal, wo Iran jetzt wirklich mit Aktionen außerhalb des Landes. Was im Land passiert, können wir nur durch Sanktionen wirklich ändern. Wir können doch nicht sagen, die passen uns nicht, dann müssen wir die wegbekommen. Ich muss Ihnen sagen, es gibt internationalen Regeln und man kann über Sanktionen, aber ich kann jetzt nicht sagen, jetzt haben die das gemacht, jetzt werden wir diese Regierung stürzen. Also diese Zeiten sind aber hoffentlich vorbei, aber man kann sie isolieren, man muss sie isolieren, man muss sie sanktionieren, aber wir können jetzt nicht einmarschieren. Aber Sie sehen doch, um Gottes Willen, darum ging es auch gar nicht und es ist ja auch gut, dass es internationales Recht gibt, an die sich aber dann auch nicht wiederum alle halten. Aber ich habe Sie richtig verstanden, die Sanktionen sind eigentlich das Einzige, was Sie weiterhin anwenden können. Sanktionen, aber auch Israel weiter unterstützen bei der Verteidigung. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Sie haben es ja mitbekommen, die Partner Israels sagen alle, wir helfen euch bei der Verteidigung. Das ist auch eine Warnung. Wenn es jetzt Angriffe gibt, die nicht mehr justifiziert sein können, dann werden sich auch verschiedene Partner fragen, wie es mit der Unterstützung bei der Verteidigung weitergeht. Und das muss sich Israel auch bewusst sein. Dann will ich Sie bei Stichwort Verteidigung noch eines fragen. Die Mullahs sagen, der über 350-fache Angriff auf Israel sei ein Ausdruck des iranischen Rechts auf Selbstverteidigung. Das Regime spielt damit auf den mutmaßlich israelischen Beschuss des iranischen Konsulats in Syrien an, bei dem Anfang des Monats unter anderem auch zwei ranghohe Vertreter der Al-Quds-Brigaden getötet wurden. Wie beurteilen Sie das? Ist das auch Selbstverteidigung? Das ist Schwachsinn. Schwachsinn. Ist Schwachsinn. Man soll hier sagen, die Israelis, also man soll nicht sagen, dass die Attacke von den Israelis da auf dem Konsulat gut ist. Aber es war zivilisiert. Hier ging es darum, 200-300 Raketen auf Zivilleute zu schießen, indem man Zivilbevölkerung töten möchte. Das war der Zweck der Iraner. Das heißt, man soll nicht das, was zivilisiert ist, gegenüber einer generellen Vergeltung, wo man dann die Population probiert umzubringen. Und Gott sei Dank hat es funktioniert, dass die Raketen nicht angekommen sind in Israel. Aber da wären Hunderten oder Tausend von Tote gewesen. Deswegen, man soll doch nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Das eine waren gegen Liedern von einer Partei. Ich sage nicht, dass es gut ist. Nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass ich das unterstütze. Aber man soll vergleichen, was vergleichbar ist. Und das also von Legitime Défense, also Schwachsinn. Sagt Xavier Bettel, der Außenminister Luxemburgs. Und Sie treffen sich heute mit Ihren Kollegen und Kolleginnen zu einer Sondersitzung. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns.